Zeit, dass ihr gekommen seid. Regimentsbefehl ist schon da. Wir haben nur auf euch gewartet. Übermorgen ist eine gewaltsame Erkundung angesetzt. Ah, das habt ihr ja gelernt. Von jeder Kompanie 5 Mann. Er meldet sich freiwillig. Jeder Teilnehmer bekommt 14 Tage Urlaub. Es ist nicht wegen des Urlaubs, Oberleutnant. Aber wir haben ausgemacht, entweder alle oder keiner. Also, alle. Sanatorium der Westfront. Jetzt wird's bald heißen Krematorium der Westfront. Ja, noch immer. Prost, ist da. Die Bus. Oh, die Bus. Oh, nein. Andal. Hallo. Der Michel. Da her. Auf fein, gleich drei. Bini. Ja, wer denkt denn an mich? Der Kirgel. Was für mich auch was? Oh, und der Bagel. Er gesagt's. Freilich. Der Martel. Und für unseren Korporal noch die Zeitung. Einmal hier, ja. Aha. Ich komme von der Besprechung beim Regiment. Zeitpunkt des Vorstoßes ist 5:08 Uhr. Wir arbeiten mit dem Stoßtrupp der 11. zusammen. Die 11. rechts, wir links. Hackelgappen, Papiere, überhaupt alles, was unsere Truppenteil verraten könnte, wird hier gelassen, für den Fall, dass einer von uns drin lieb bleibt. Weitwerfer ist der Hans, Kurzwerfer der Gürgel. Das Ausgleite sind der Beni und der Martel. Als Absperrung bei Punkt A bleiben zurück der Sepp, der Wolfgang und der Fritz. Es muss mindestens ein Franzmann, tot oder lebendig, eingebracht werden. Thank you.
Alle in den Kopf! Geben die Aussagen des Gefangenen, dass auf der ganzen Front von Reims bis Soissons Vorbereitungen zu einer großen Offensive. Schip, schip, hurra! Wir sind doch in Ruhestellung. Er hat die Ruhe. Ich glaube, es geht jetzt bald los. 12, 14, 18,
ganz Gläserballon stehen da drüben. Und der Urlaub ist auch gesperrt. Ja, haben wir einen Trick. Im Schachtel. Flugblätter! 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 Vorlesen! Deutsche Soldaten, die ganze Welt erhebt sich gegen euch. Das mächtige, friedfertige Land Amerika hat Deutschland den Krieg erklärt. So! Es ist dann unser 25. Feind. Lies weiter. Wollt ihr Frieden? Wollt ihr wieder genug zu essen? Ja, das wollen wir. Ihr habt bisher viel ausgehalten. Aber wir sind diesmal furchtbar gerüstet. In einer Schlacht, wie sie die Welt noch nie sah, werden die Tartaren die Sieger von Verdun und von der... Alles hier hören. Harris Befehl der Division. Kameraden, wir stehen am Beginn der erwarteten feindlichen Frühjahrsoffensive. Der Abschnitt unserer Division liegt im Zentrum der Angriffsfront. Damit stehen wir an entscheidender Stelle in der kommenden Schlacht. Wir sind bereit. Wo wir stehen, kommt der Feind nicht durch. Die Heimat schaut auf uns. Patrouille zur Beobachtung vorne. Aber völlig zwecklos. Schon 10-mal geflickt und noch keine Verbindung. Thank you.
wir da stehen bleiben. Es geht doch nicht. Es geht schon. Die Leute haben da auch 6 Tage ausgehalten. Also den 6. Tag Trommelfeier. Und noch kein End. Ja. Wenn's nur kommen denn, ist heute der stärkste Mann nicht aus. Diesmal. Wahrscheinlich greifen sie morgen an. Darauf warten wir schon 8 Tage. Herrgott, hab ich Durst. Hast nix mehr. Schon lange nicht mehr. Wir trinken nur. Wir haben alle schon getrunken. Ja, wenn man nichts anderes hat. Wenn da der Träger drauf käme. Dass wenigstens was zu trinken gäbe. Ist dir nur eine Zigarette? Oh mein Anderl. Gerade wollte ich die fragen. Ja, allein. Der Trägertrupp ist heute Nacht 2-mal ins Feuer gekommen, versprengt worden. Alles ist hin. Ein neuer Trägertrupp muss ausgeschieden werden. Willow. Aber ich kann nicht mehr umrennen. Wo bleiben, lasst es mich hier. Kannst verstehen. Ich bin doch beim Stoß, aber möchte da bleiben. Das ist doch ganz wurscht. Sie kennen das Gelände am besten. Sie sind nach Mann aus und gehen damit zurück ins Lager.
Wir wechseln in dieser Nacht unsere Stellung und sind morgen im C-Tunnel. Den wissen Sie doch. Jawohl. Hier in diesem Umschlag sind meine Papiere und Wertsachen. Das soll der Feldwebel aufheben, bis ich zurückkomme. Oder meiner Frau schicken. Ich möchte aber doch beim Stoßzug bleiben. Denken Sie an Ihre Kameraden. Vielleicht entgehen Sie auf diese Weise unserem Schicksal. Von uns kommt ja doch keiner mehr zurück. Es muss auch was geschehen. Ja. Wenn wir wenigstens Wasser hätten. Wasser hätten. Ja, und was zu essen, ne? Was zu essen. Leute, ich weiß das. Geduld. Der Trägertrupp muss doch kommen. Der Trägertrupp. Der kommt nimmer. Ist ja schon. Helllichter Tag draußen. Die werden ja alle abgeschossen. Bestimmt. Thank you.
Zum Gegenstoß! Auf! Aus! Aus! Die kommen hier, die Riefenstellung besetzt. Gefechtsjäger, 48 Gewehre. 48 Gewehre? Ist das alles? Jawohl, Herr Major. Danke.
unmöglich. Die Straße hinter uns ist voll von Franzosen besetzt. Man konnte nicht mehr bis zum Regiment durchkommen. Die schreiben. Das gibt es ja gar nicht. Partei, Herr Major. Das Bataillon ist vollständig eingeschlossen. Hast du vorhin das Feuer gehört? Hinter uns. Da stimmt was nicht. Sauber ist die Lage nicht. Ich meine allerweil da. Ich brauche zwei Mann, die es fertigbringen, durch die uns liegende französische Linie wichtige Meldungen zum Regiment oder zur Brigade zu bringen. Brieftauben habe ich keine mehr. Wir wollen es versuchen. Herr Major. Gehen wir halt. Im Gegenstoß der Eingreifdivision nicht gelungen, die Umklammerung des in seiner Stellung aushaltenden Regiments zu lösen. Unser Angriff ist auf einen erneuten... Was ist denn da hinten? Wo kommt ihr denn her? Von vorn. Seid ihr denn durchgekommen? Wir schon. Aber Durst haben, Herr General. Durst. Durst? Na, da kann man ja abhelfen. Bitte schön. Na und? Na so, eine Meldung haben wir. Vom dritten Major? Ja. Donnerwetter! Herr Major, sorgen Sie für die beiden und lassen Sie sie hier ausruhen. Fertig. Also hört mal zu. Es muss unbedingt noch diese Nacht versucht werden, das Regiment vorne zu erreichen. Ja, aber das geht doch nimmer. Ihr müsst es noch einmal wagen. Hallo? Ihr wollt zum Franzmann? Wollen nicht, aber müssen. Passt du inzwischen auf, dass uns nicht die eigenen Leute über den Haufen schießen. Du, ich trau der Geschichte nicht. Brauch doch. Die sind doch die unseren. Komm nur, komm. Aber Vorsicht. Souvenir de l'Aisne. Regardez, voilà. Colonel, les lions bavarois. Hein? Les cochons bavarois. Hein? C'est bavarois, vous, bayrich, hein? Moi, Shoah. Demandez hein? La position. Oui, la voice Stellung. Deutsch, hein? Oh, oh, oh. Ah, là, 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 hein? Là ou là, dort ou dort, bon.
Distanz, Entfernung, wie groß, Miniatur. Petit, klein. Demandez l'artillerie. Ihre habt beaucoup, viel, wenig, boum, boum, Kanon. Ja, ja. Viel. Oui. Viel. Oui. Et bon. Oui. Beaucoup d'artillerie, beaucoup de kanon. Hein? Demandez combien. Et viel, hein? Oui, jawohl. Gros ou? Oui. Là. Und Tank. Hein? Tank. Ihre Vitesse est tank. Non, et tank, hein, qui... En masse. Bienvenue, Vader. En masse, il parle français, ces altitudes-là. Hein? Qu'est-ce que tu dois t'en faire? Retour à la division. Sergent Prégé. Vous cadrez. Retour à la division C2, hein. Certain, vous cadrez. On fait clair, mais faites attention qu'il n'échappe pas. Oui, vous cadrez. Bon. Et donc. Oui? Wo war das? Reimser Straße? Vor einer Stunde? So. Schön, danke. Schicken Sie den Mann sofort zur Brigadegefechtsstelle. Der Feind scheint sich endgültig an der Straße einzubauen. Veranlassen Sie sofort Störungsfeuer auf die Straße. In kurzen Abständen. Ganze Bataillon ist draufgegangen. Jetzt sind wir drei noch die ganze 10. Kompanie. Ja. Wir sind allein von vorn zurückgekommen. Wer lebt denn noch alles vom Stoßtrupp? Wir drei. Im Lazarett der Heiner, der Viertel und der Martel. Sonst keiner. Sechs sind wir noch und 15. Aber der Franzmann ist da nicht durchgekommen. Ja, wohin muss ich fahren? Mein Regiment soll auf dem Transport sein. Sie fahren bis Brücke. Regiment liegt in Flandern. Auwe. Der nächste. Ja, was machst denn du da, tolligste Lieder? Auf den Urlaub. Ich bin auf dem Weg zum Regiment. So.
so? Ja, mir, ja. Vorhin müssen wir aus dem Lazarett entlassen. Seid schon wieder gesund. Ja, schon. Und KV. Hat nicht lang gedauert, die Herrlichkeit. Sag, was macht denn die Kompanie? Ja. Und unser Stoßtrupp? Die kennt's gar nicht mehr. Lauter neue Leute, alles aufgefrischt. Nein. Und unser Stoßtrupp. Solche stramme Kerl. Wo liegt das eigentlich mit? In Ruhe? In Ruhe? Ja. Da brauchst du noch Fragen. Wir sind immer da, wo es am ruhigsten hergeht. Wie's? Seit 4 Tagen Trommelfeier, Flandern. Da haben wir wieder einmal mit unserem alten Klick mitten im Trinken gegangen. Schau, schade, dass wir weg müssen. Das wär was. Das Nest. Die Straße gut abriegeln und aufpassen, dass kein Sand durchkommt. Ja, aufpassen können wir schon. Aber aufhalten mit was denn? Das könnt ihr hinten machen. Ach du meine Güte. Da kommt's rein. Schönes Leben, was darfst du über? Was ist los? Der Kunst muss mehr ans Fenster alles posten. Los und ausrammen. Und die Kisten reinbringen, in der Nebenweg geht. Und drauf sitzen. Das darf überhaupt niemand merken, dass wir da sind. Ich werde mir. Wie lange bleiben wir denn da? Wenn ich das wüsste. So wie noch nicht draufgeht. Gegen Leichtkugeln absolut sicher. Ich habe keine draufgeschlagen, nach heute noch 10 Jahren. Glaube ich. Was machen wir denn, wenn heute wieder heimkommen? Gerade bei uns an der Straße. Recht zart umschauen, der Mann. Du, ich hab's. Wir machen eine geballte Ladung. Okay. Da reichen doch unsere Handgranaten nicht. Ja, die unseren nicht. Der Tommy hat uns auch nur da lassen. Ah. Oh. Die kommen jetzt alle da rein. Und ein paar von uns dazu. Was meinst du, was das für ein Feuerwerk wird? Ja, musst denn du alle was zum Spielen und zum Zitteln haben, hä? Magst du mich nicht hinten rum hin? Heute nicht. Heute haben wir einen fleischlosen Tag. Zum Vorteil mit mir. Jetzt nicht streiten. Ich kann kein Blut sehen. Ja Gott, schaut denn der Schwindel noch nicht bald. Was willst du denn? So ein Rausch habt ihr noch gar nicht gesehen. Wie der Karl dann hat. Ich freu mich bloß auf mein Bett daheim. Und ich erst. Ich geh 3 Tage überhaupt nicht mehr raus. Ich lass mir das Essen sogar hinbringen. Und natürlich. Steppchen! Heimkommen und heiraten. Und im ersten Jahr muss ein Bub her. Wollt ihr einen Dampfbaden machen? Ich mach das nicht. Dann nicht alle auf einmal.
Frieden. Hans, was sagst denn du? Frieden? Ich kann mir's gar nicht vorstellen. Dass man einmal da draußen spazieren gehen kann, ohne dass man zusammengeschossen wird. Aber die dort wollen ja gar keinen Frieden. Wir müssen schon eine ganz eigene Rasse sein, weil sie gar so einen Neid auf uns haben. Wir brauchen so geschwind an keinen Frieden denken. Einmal muss doch Frieden werden. Länger wie 30 Jahre hat doch kein Krieg gedauert. Hm. Fertig ist, jetzt braucht bloß noch der Tank kommen. Oh. Nein, nein, lieber nicht. Und da wieder die Front ist. Das möchte ich wissen. Da was? Nein, nein. Dankeschön. Aber grausam. Das waren ja bloß drei. Die anderen sind schon gar nicht so weit weg. Ja, ich weiß gar nicht, was gewesen ist. Zwei Seiten sind es gekommen. Ausheben! Aber schon voll. Da schauen wir aus. Wie es draus klingt. Aber jetzt gibt's mal eine Spreizen. Ja. Gern. So. Jetzt kann ich wenigstens wieder einmal gerade stehen. Toni, ist es auf. Prinzi, der lebt ja noch. Geht's in eure Kosten? Lass ihn trinken. Jetzt wieder fetzen. Ey.
Wenn sie wiederkommen, müssen wir raus ins Freie. Ich warte nicht mehr, bis wieder einer drauf geht. Schatz! Er kommt direkt auf uns zu! Mach nichts!
Was Neues? Da war ja mal ja. 4a, c und d antworten nicht mehr. Was soll das bedeuten? Ist doch nicht möglich. So, was? Hallo, Falk, hallo. I can't see anything. Nothing, eh? What's the noise? I can't, it's been worse. Herr Major, der Tommy ist durch. Swines. Okay. Immer mal sehen lassen, damit sie wenigstens wissen, was Krieg ist.
Deine Berge, denn in meinem Wappen.
Was ist denn? Ist doch schon 6 Uhr. Schon 6 Uhr? Der Karl ist schon rum und wart. So, danke schön. Halt doch. Gut. Sperrfeuer. Heute am heiligen Abend. Hebt zwar ja einen Bunsch auf. Ja, wenn ihr ihn umschmeißt, haben wir nachher nichts mehr zu trinken. Was? Wenn ich dran denke, wie vorige Weihnachten noch alles da war vom Stoßdruck. Herrgott, unser Korporal, das war doch ein zünftiges Haus. Und der Fritz, als Seiten guter Kamerad. Und der Beni, der Fritz. Der Ludwig. Und der Sepp. Herrgott, das waren doch Kerl, hä? Lauter solche. Nachher werden wir nicht Angst um einen Sieg. Oh.
Ah, da liegt er. Da liegt er. Oh, nee. Langsam. Aus der Zeit. Geh weg. Da hilft nichts mehr. Help me. Help me. Gott sei Dank. Zünd den Baum an. In seiner letzten Stunde. Mother.